Hallo, ihr Lieben, hier ist der Mario. Na gut. Ich lege das Buch hin, wie Lyrant es vorgeschlagen hat. Ihr überprüft diese Würfel. Jo. Herzlich willkommen, Folge 47 von Elder Scrolls Online. Hier ist der Mario, euer alter Sack von Holz und TV. So, ich muss also hier wahrscheinlich rumschrauben, ein paar Mal rumschrauben an den Würfeln. Aber ich muss ehrlich sein, ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wonach ich die ausrichten muss. Da sind Symbole drauf, aber aus ihrem Buch, aber die kann ich. So lange, bis oben drauf eine Flamme erscheint. Ist klar. Dann ist ja gut. Das ist ja verhältnismäßig einfach dann. Wenn man erstmal weiß, wie es geht. Das passt zu einem dieser Symbole. Mach weiter! Das also auch. Das sind dann ihre Symbole aus dem Buch da. Aha. Da hatte ich ja vorher gar nicht drauf geachtet. Welche, was sein soll. Kleine Sterbliche, nun auf zur Erkundung. Ach so, jetzt kann die ja mit rein. Wer ist das? Ein anderer Spieler. Okay. Noch andere Spieler. Bücher. Bücher brauche ich doch für die Magiergilde. Da habe ich auch keine Ahnung, wo ich die finden werde. Also musste so viele Bücherregale wie möglich. Huch. So viel Bücherregale wie möglich durchstöbern. Kommen sie denn mal alle her? Geht's hier weiter oder was? Komm, die sind doch von da gekommen oder nicht? Vielleicht ist nur ein Ausgang nachher. Lass uns überraschen. Die haben ja schon eine Inni Vorsprung. Fast wahrscheinlich. Wir öffnen die Tür und Lyrant stürmt einfach. Es dreht sich am Ende alles wieder um das Geheimnis von Kaiser Leovig. Ja. Wie er die vier Ambitionen versteckte, bevor Waren die Kaiserstadt erreichte und ihn tötete. Wir wissen nicht genau, was diese vier Ambitionen sind. Doch die Dokumente deuteten an, dass es sich um irgendeine Form von dädrischen Waffen handelt. Jawohl. Und Lyrant glaubt, sie könnten jeden Augenblick hier eintreffen. Sehen wir uns um. Jo. Oh, hey, eine Sache noch. Meine Freundin. In dem Moment, in dem wir das Gewölbe betraten, ja? Fing das Buch irgendwie zu kribbeln an. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Okay. Das Mysterium, was? Schon gut, darüber kann ich mir später noch Sorgen machen. Wir haben gerade einen Auftrag zu erfüllen. Ach so, die sieht ja, das habe ich Wollen ja wieder vergessen. Wir mal sehen, was so wichtig ist, dass Leovig es in ein dädrisches und mit Zaubern verschlossenes Gewölbe stecken musste. Die sieht ja unsere Dedra, die hat ja unsere Dedra-Partnerin nicht gesehen. Die weiß ja noch gar nichts, dass das Buch von Meos Mora oder. Hey, was ist mit dem Gewölbe geschehen? Ah. Jo. Tja, das ist wie so eine Art Wintergarten, dann hast du nicht zu Hause oder was? Das ist auch dann so ein Ruhefleckchen, wo schön grün ist und. Ne? Ja, gut, nicht das tätrische Gewölbe. Gewölbe, ja. Aber machen wir doch. Das machen wir doch glatt. Aber wenn sie dich einmal auf den Kieker haben, dann hast du keine Chance, dann musst du sie platt machen. Dann gehen die nicht wieder zurück. Ja, mit dem Leder. Wollte nicht.
Meine Falle nicht gut genug für dich, oder was? Meine Pfeile ignoriert zuerst. Das verstehe ich ja gar nicht. Bestimmt für so die Billigdinger gewesen, so von wo? Ich will ja keinen beleidigen. Was weiß ich, wo Pfeile sonst herkommen. Ach, man kann gar nicht. Oh, ganz ringsrum. Okay. Hey, das habe ich auch das erste Mal gesehen, dass die das machen. Das hatte ich vorher noch nicht erlebt, dass die um einen drumherum springen, von der anderen Seite anzugreifen. Das war neu. Was bringt der mit? Was ist das denn? Krass. Ach, ein Krokodil. Hängt ja noch dran. Krokodil, ja. Gut, alles Leder. Zwei so eine blöden Zecken. Blöde Blume. Eine Blitzblume. Hey. Oh. Schön. Ich weiß schon, warum ich das normalerweise Abstand halte. Du? Blitzeding? So, das ist der. Das ist der andere Spieler, den wir von dem Eingang gesehen hatten, dass wir auch reingekommen sind. Da kann man ja ein bisschen mithelfen, kann man ja. Kann man dafür mit draufhauen. Stechen. So. Ha. Geht's da weiter? Geheimer Durchgang oder was? Hinterm Wasserfall? Nee. Wie unromantisch. Jo. Das hier sieht mir nicht wie Dunkelfrost aus. Was hat der denn mit? Ein Trageschwein oder was? Habt ihr gesehen? Das sah ja cool aus. Das sah aus, als wenn das Schwein schleppt seine Ausrüstung, oder? Zum Traglast erhöhen. Das ist natürlich cool. Lastschwein. Der ist schon Level 34. So richtig braucht er meine Hilfe dann wahrscheinlich gar nicht. Oh oh, noch eine mit Schutzzauber versehene Tür. Aber man kann sich ja ergänzen. Schutzzauber. Okay, jetzt wissen wir ja. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Da sind die Dinger zum Drehen. Jetzt musst du dein Buch da drauf legen. Muss ich erst anreden, oder was? Auf der Tür vor uns ist noch ein Schutzzauber. Ja. Seid ihr? Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Ich werde das Buch auf diesem Lese. Ja. Dann geht es jetzt los. Das Buch kribbelt jetzt. Ja. Das Buch. Es wirkt fast so, als würde es uns die Tür öffnen wollen. Ich dachte aber schon, dass du das automatisch machst. Nicht, dass ich dir jetzt extra wegen jeder Tür nochmal anquatschen muss. Ist doch logisch, oder? Okay, Schatzi. Kein Problem. So lange drehen, bis Symbol erscheint. Sieht die das früher als ich? Oder? Keine Ahnung wie. Der Schutzzauber ist aufgehoben. Dann los! So, aber ich würde sagen, wir machen erstmal. Vor der nächsten Tür machen wir erstmal einen Break.